mit der Strahlkraft der Liebe grüße ich euch. Ich bin Engel Shamuel. Und ich komme heute zu euch, um mit euch über die Allgegenwärtigkeit der Liebe zu sprechen. Ihr wisst und ihr hört von der allumfassenden Liebe, von der bedingungslosen Liebe. Und ihr strebt danach, diese Liebe in euch zu verwirklichen. Doch ich komme heute zu euch, um die Allgegenwärtigkeit der Liebe euch nahe zu bringen. All eure Konzepte, all eure Religionen entspringen dem einen wahren Gott. Sie sind eine verminderte Form, eine Erklärungsform für eine bestimmte Zeit der Menschheit. Und so ist der eine, das eine allgegenwärtige, ewige Bewusstsein, die eine allgegenwärtige, ewige Liebe, die eine allgegenwärtige, ewige Schöpferkraft, der eine allgegenwärtige, ewige Gott, der Ozean der Liebe und Güte, ungeteilt, ewig eins und für euch zu früherer Zeit nicht möglich zu erfassen und in Begriffe zu binden. Denn er ist mehr als alles, was ihr euch vorstellen konntet und könnt. Und seine Essenz ist die allgegenwärtige Liebe, die Allgegenwärtigkeit der Liebe, der Geist, das Herz Gottes, ohne die es keine Schöpfung gäbe, kein Leben, keine Ausdrucksform jenseits von ihm. Dem einen. Was bedeutet dies für euch? Hast du je in deinem Heim, in allem, was dich umgibt, in der Luft, die dich umgibt, in den Gegenständen, die dich umgeben, in allem jemals die Liebe gespürt, die diese Dinge dir entgegenbringen? Und so lade ich dich ein, genau dies zu tun. Fühle die Allgegenwärtigkeit der Liebe, die aus allem, was dich umgibt, zu dir strömt, von der auch du ein Teil bist. Denn diese Allgegenwärtigkeit der Liebe strömt auch durch dich. Doch dafür, Geliebte, darfst du dein Herz öffnen, darfst du das Gefäß sein,
dass diese Liebe annimmt und ausströmt, wie einatmen und ausatmen. Die Allgegenwärtigkeit der Liebe kannst du in allem fühlen, was du liest, was du berührst, was du isst, was du hörst. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Wahl, die du triffst. Bereit zu sein, offen zu sein, empfänglich zu sein für diese Allgegenwärtigkeit der Liebe, die in allem ist, in allem schwingt und aus allem zu dir strömt. Du kannst sie fühlen, so manches Mal hast du es schon gefühlt, in der Natur, in einem Sonnenuntergang, am Meer, wenn du die Größe, die Vollkommenheit, die Schönheit in dich einatmest, die Erhabenheit spürst. Doch sie ist auch in jedem Grashalm, in jedem Kieselstein, in jedem Regentropfen, in jeder Vogelfeder, in jedem Insekt, das dich umschwirrt. Die Allgegenwärtigkeit der Liebe kannst du fühlen, wenn du erhebende Musik hörst, wenn die Klänge eines Musikstückes, eines Songs dich ergreifen, dich berühren in deinem Herzen, in deiner Seele. Doch was würde geschehen, Geliebte, wenn du die Welt, alles in der Welt, ausnahmslos, alles in der Welt, mit diesen Augen, mit diesen Antennen wahrnehmen könntest? Ich sage dir, was geschieht. Die Welt ändert sich. Die Welt ändert sich nach deiner Wahrnehmung. Erstmal nur für dich. Doch was geschieht, wenn immer mehr Menschen die Allgegenwärtigkeit der Liebe in allem sehen, in allem fühlen, in allem wahrnehmen, annehmen, wenn sie das Gefäß sind, das Liebe empfängt und das Liebe ausströmt. Du musst nichts manipulieren, du musst nichts verändern, du musst nicht eingreifen. Du brauchst nur Liebe zu sein. Die Allgegenwärtigkeit der Liebe in dir anerkennen, in allem, was ist, anerkennen. Nun wirst du sagen, es gibt so viele Menschen, die sind böse. Oder sie wollen Böses. Und ja, das gibt es. Und es gibt viele Menschen, die wollen euch in Angst und Schrecken halten, damit ihr die Liebe nicht spürt, damit ihr die Allgegenwärtigkeit der Liebe nicht mehr wahrnehmen könnt. Doch was passiert, wenn ihr euch davon nicht erschrecken lasst und dennoch die Allgegenwärtigkeit der Liebe wahrnehmt?
die Allgegenwärtigkeit der Liebe annehmt. Nun wirst du sagen, es gibt Orte, da kann ich die Liebe nicht spüren. Die sind dunkel, die sind hässlich, die strömen eine andere Energie aus. Und ja, das gibt es, weil sie aufgenommen haben all den Hass, all das Böse, all den Schmerz, der auch noch in der Welt so lange Zeit gegen die Liebe gekämpft hat. Ja, es ist, wenn du so möchtest, ein Kampf von Angst gegen Liebe, von Bösen gegen Gutes, gegen Barmherzigkeit, gegen Güte, gegen Mitgefühl. Doch ich sage dir, entgegen all der Meinungen aus dem Kollektiv, die euch das Gegenteil sagen wollen, ist doch die Liebe die Essenz Gottes, die Essenz des Einen, ist doch die Liebe, die Wahrheit, die über allem steht, über allem steht. Und so wird auch sie immer siegen. Doch damit sie siegen kann auf diesem Planeten, in eurer Welt, braucht es euer Bewusstsein. Braucht es euer bewusstes Sein, das die Allgegenwärtigkeit der Liebe annimmt, anerkennt, fühlt und durch sich strömen lässt. So können Menschen heilen, so können Orte heilen, so kann das Kollektiv heilen, denn die Liebe vervielfältigt sich, je mehr du davon gibst, je mehr du sie ausströmst. Je mehr du sie anerkennst, desto mehr breitet sie sich aus. Und ja, es wird auch welche geben, die dagegen ankämpfen, die es nicht annehmen können, für die es sich schlecht anfühlt, weil es sie an etwas erinnert, vor dem sie Angst haben, nämlich loszulassen. Kontrolle aufzugeben, frei zu geben, zu vertrauen. Doch die Beharrlichkeit, mit der dein Bewusstsein in dieser Liebe bleibt, die Beharrlichkeit, mit der du dennoch die Liebe erkennst, auch in jenen, die gegen die Liebe kämpfen, desto mehr trägst du dazu bei, Heilung zu bringen, Frieden zu bringen. Die Menschheit, die Wesen, nicht nur die Menschen, sondern die ganze Schöpfung, alle Wesen auf Erden, wieder mehr miteinander in Einklang zu bringen, wieder mehr miteinander in Frieden und Harmonie zu bringen. Nun wirst du sagen, was kann ein Einzelner schon ausrichten? Ein Einzelner, der diese Liebe verkörpert, der dieses Bewusstsein wahrlich verkörpert, kann Tausende ins Licht ziehen. Wie viel mehr können Tausende tun? Doch ist es gefragt, Geliebte, dass du dein eigenes Wollen und Bestreben, wie es sein soll, wie es sein müsste, wie es richtig oder falsch ist,
loslässt. Wirklich loslässt. Dafür ist es nötig, Geliebte, dass du ganz in deine Präsenz kommst. Dass du integriert bist. Das heißt, all deine Aspekte, deine Widersprüchlichkeiten, deine Verletzungen, deine Größe, ebenso wie deine Kleinheit, ganz angenommen hast, dass du deine Seele integrierst. Durch deine Präsenz, deine Integration bist du fähig, diese Meisterschaft zu erlangen, dein eigenes persönliches Bestreben und Urteilen zu meistern und in allem die Allgegenwärtigkeit der Liebe anzuerkennen. Dies ist der Weg, den ich euch zeige. Dies ist der Weg, der jetzt wichtig wird. Mehr denn je. Immer mehr seid ihr fähig, euer Herz zu öffnen, mit den hohen Energien in Gleichklang zu schwingen. Und immer mehr dehnt ihr euch aus. Doch um in diese Qualität eures Bewusstseins hineinzuwachsen, bedarf es der Bereitschaft, all eure Konzepte, was ist und was nicht ist, wirklich freizugeben und anzukommen in eurer eigenen Vollständigkeit, in eurer eigenen Gegenwärtigkeit, damit ihr ein Gefäß werdet, rein, offen, frei von allem, was dieses Gefäß verunreinigen würde, was die Energie, die durch euch strömt, verunreinigen würde, sodass sie frei fließen kann in der Reinheit, wie sie zu euch schwingt aus allem, was ist. Denn aus allem, was ist, fließt die Essenz des Ozeans der Liebe und Güte zu euch, des einen allgegenwärtigen, reinen Bewusstsein. Und alles, was ihr tun müsst, was ihr tun könnt, was ich euch einlade zu tun, ist ein reines Gefäß zu werden. Ein reines Gefäß ohne Eigenkreationen, ohne Einmischung der eigenen Urteile, diese Energie auszuströmen, freizugeben. Und auch anzunehmen, anzuerkennen und zu sehen, zu fühlen in allem, was ist. Für jene, die viel noch im Drama sind, die noch nicht vergeben haben, die noch Recht haben und Recht haben wollen, die noch festhalten und sich klammern an irgendwelchen alten Konzepten, die ihnen Halt gegeben haben, so lange Zeit. Euch sage ich, es erfordert Mut. Es erfordert wirklich Mut, diesen einen Schritt zu wagen, loszulassen, freizugeben, aufzugeben und sich selbst ganz zu übergeben in die Hände Gottes,
in die Schwingung der Allgegenwärtigkeit der Liebe. Doch schaffst du es einmal, so ist dein Gewinn, dein Erleben von Freiheit und Frieden in dir so viel mehr wert, dass du dich fragst, warum hattest du so viel Angst davor? Doch jetzt, Geliebte, musst du diesen einen Schritt wagen, denn niemand kann es für dich tun, nur du allein kannst diesen einen Schritt tun, alle Sicherheiten aufzugeben und anzuerkennen, dass sie niemals Sicherheiten waren, nicht wirklich, für dich möglicherweise für eine gewisse Zeit. Doch deine Sicherheit, deine wirkliche Sicherheit, findest du in der Wahrheit, findest du in der Allgegenwärtigkeit der Liebe. Und so ist es, Geliebte, so ist es. Und ich segne dich mit den Worten der allumfassenden Liebe, Ani. O Hevet, O Drach, und so ist es, geliebt. Thank you.